Konrad-Adenauer-Haus in Berlin findet gerade hier hinter mir ein energiepolitisches Fachgespräch statt. Norbert Röttgen, Ronald Pofalla und Hermann Gröhe diskutieren gemeinsam mit den Mitgliedern der Kreisverbände über die energiepolitische Zukunft der Partei. Klar ist, die CDU will den Weg ins Zeitalter der erneuerbaren Energien gehen. Wir wollen Industrie. Wir wollen auch energieintensive Industrie. Wir wollen Energieland und Industrieland bleiben in Deutschland. Aber genauso klar ist, Wachstum, das einhergeht und beruht auf dem Verbrauch knapper, begrenzter, endlicher, immer knapper werdender, immer teurer werdender natürlicher Ressourcen und von immer mehr Energieverbrauch, auch von auf natürlichen Ressourcen beruhend, wird in diesem Jahrhundert nicht mehr der Wachstumstreiber sein, weil die Ressourcen immer knapper, immer weniger werden. Es geht um seriöse Politik für eine gute Zukunft unseres Landes, das auf eine sichere, saubere und bezahlbare Energie angewiesen ist. Darum ging es beim Energiekonzept im vergangenen Herbst dieses Jahres. Darum ging es uns als CDU aber bereits, als wir im Rahmen der Grundsatzprogrammdebatte im Jahr 2007 sehr intensiv über die Rolle der Kernenergie für eine zukünftige Energieversorgung aus Sicht der Union debattiert haben. Dieses Energiekonzept der Bundesregierung ist das ambitionierteste Programm, das es jemals von einer Bundesregierung gegeben hat, zum massiven Ausbau der regenerativen Energie. Ich fand es sehr offen, sehr klar und sehr präzise in den Aussagen. Es gibt sicher eine ganze Menge noch zu tun. Die Debatte war sehr, sehr wichtig, um auch Meinungsträger vor Ort zu überzeugen, dass eine Veränderung des Kurses notwendig ist. Und diese Notwendigkeit ist in der CDU sicherlich nicht unumstritten. Die Intensität der Diskussion hat gezeigt, wie lebendig diese Fragen diskutiert werden wollen, wie es die Leute auch umtreibt. Wie schaffen wir das ehrgeizige Ziel der beschleunigten Energiewende? Wie bleiben wir Industrieland mit wettbewerbsfähigen Arbeitsplätzen und Strompreisen? Das treibt viele Menschen in diesem Land um. Und dass das über 3,5 Stunden von über 300 Vertreterinnen und Vertretern aus allen Gliederungen unserer Partei so intensiv erörtert wurde, das war für mich ein ganz tolles Zeichen, dass wir eben als Volkspartei wirklich die Kraft haben, solche Zukunftsfragen anzupacken.